Rettet mich, Lord Raval. Dieser Menschenzauberer trug einen Ring. Der ist bestimmt magisch. Sollte ihn nicht jemand ausprobieren? Und was macht der Ring? Ich versuche es mit dem Ring. Es fühlt sich anders an und die Waffen erscheinen mir leichter. Der Ring der Kraft erhöht den Schaden aller Angriffe des Ringträgers um 1, erhöht die Lebenspunkte um 3. Das fühlt sich komisch an, niemand anderes. Ja. Gebe ich irgendwem, bei dem es sich mehr lohnt. Oh, diese Fledermaus hier. Schaden machst du 4, okay. Boah, die nervt. Aber so richtig hart. Nervt nicht nur, die nervt hart. So, eine ist auf jeden Fall hinüber. Hier, mach mal den da weg. Gut. So, es freut mich, dass jetzt einer weg ist, aber gewonnen ist dadurch noch gar nichts. Leider. Vor allem, weil ich hier oben echt wenig Einheiten gegen echt viele von denen habe. Das wird nicht funktionieren. Denke ich. Vor allem, weil diese Runde jetzt Kai Krelis stirbt. Beziehungsweise er stirbt nicht, aber ich kann ihn nicht retten. Kriegt ihn da gar nicht schnell genug weg. Ich glaube, mit schnell töten und weiterziehen ist hier nichts. Beziehungsweise wenn, dann nur mit der gesamten Armee. Das ist so eklig gegen diese Untoten. Finde es ja gut, dass die hier oben gar nichts machen einfach. Kann jetzt bitte irgendjemand den da mal töten? Besten einfach alle. Alt, nein. Nächstes bin ich jetzt bald aus diesem Kackwald raus. Ich weiß, dass ich den einen da angreifen könnte. Aber das bringt mir ja nicht wirklich viel. Und wie steht's hier oben? Auch nicht sonderlich gut. Möchte ich meinen. Was für ein Riesenunterschied Tag und Nacht. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Was? So. So, du nimmst ja auf jeden Fall den Ring. Ach, 3, das hat gar nichts geändert, der Ring. Oder zählt der nur für Nahkampf?
Ich habe hier doch bestimmt genau noch eine von euch. Ups, da habe ich erstmal das Spiel minimiert. Leck, 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 okay. Bin wieder da. Geht doch. Und jetzt werden hier Leichen gekillt. Hey, das müsste sogar... Ah, geil. Naja, immerhin ist der ziemlich geschwächt. Okay. Unten sieht's immer noch nicht besonders geil aus, ne? Nee. Haben alle so wenig Leben hier. Sogar schon Nöck-Opfer. Oh. Ich habe versagt und mein Volk enttäuscht. Ja, ja, das hast du. Ach komm. Magischer Angriff, hallo. Hohe Trefferwahrscheinlichkeit und so. Komm. Ah, totgeboxt. Ups. Ja. Und nun? Den da kann ich auf jeden Fall töten. Und hier ein bisschen aufbauen. Toll, Kai Krelis wird jetzt trotzdem von dem da oder von dem umgebracht. Und ist jetzt schon verkackt. Trotzdem hoffe ich, dass die es irgendwie gerissen kriegen und mache trotzdem weiter. Plöpp. Jo, hau mal rein. Nee. So. Immer schön drauf. So, jetzt müsste ich eigentlich eine zweite Charge Einheiten ausbilden. Um das hier zu schaffen. Ja, kein Gold mehr. Mit weniger Einheiten hätte ich es auch noch auf jeden Fall nicht hinbekommen. Das ist eine Zwickmühle. Ich bin gerade die ganze Zeit am überlegen, ob sich das überhaupt, ob das überhaupt möglich ist mit der ganzen Armee. Wahrscheinlich schon, wenn ich auf dem offenen Meer gegen diese ganzen Geister und Ghule kämpfen kann, habe ich auf jeden Fall mehr Platz. Kai Krehl ist gar nicht angegriffen. Warum? Warum beendet er es nicht? Das sind einfach viel zu viel. Ich kann was soll ich gegen jetzt die ganzen Skelette machen? Gegen 3-4 würde ich noch ankommen, aber vielleicht auch gegen ein paar mehr, aber gegen das, was hier jetzt gerade auf mich einströmt, niemals. So, ich habe auf jeden Fall zwei
sammelt euch da mal alle. Glaube, das ist eine ganz gute Idee, hier erstmal eine Sammlung aufzumachen. Eine Versammlung zu gründen. Wie auch immer. Und tschüss. Zu den Töten ist die Frage. Ja, sogar da. Echt wahrscheinlich. Ah, fuck. Da habe ich mir zu viel erhofft. So. Jetzt mir alle aus dem Wald rausbringen. Und dann mal gucken, jetzt ist auch schon, das Problem ist jetzt schon, ah, es ist Vormittag noch, das heißt, ich habe noch eine weitere, einen weiteren Tag Zeit. Warum sind die so stark, diese Wasserleichen? Was eine Schmach, du bist nicht von meinem Blute. Thygea nicht, ist mir egal, Thygea ist... Ach, Mann, ey. Thygea ist entbehrlich. Hä? Meilenweit suchten wir sie. Und dann tauchen sie einfach hier wieder auf. Muss ich doch verarschen. Jetzt kriegen die Verstärkung. Als ob die das nötig haben. Wir kriegen hier gerade voll aufs Maul und die kriegen Verstärkung. Ich glaube, ich habe meine Einheiten auch falsch eingeteilt. Ich glaube, es hätte mehr Sinn gemacht, die um den Satz mal zu beenden. Ich glaube, es hätte mehr Sinn gemacht, die ganzen, also die Low-Einheiten gar nicht erst auszubilden, sondern wirklich nur mit den Nixen hier zu arbeiten. Schade. So. Ja, die machen echt Kleinholz aus denen. Also ich befürchte, dass ich das da unten nicht mehr gewinnen kann. Und ich habe keine Lust, 300 Runden zurückzuspringen, um zu gucken, ob ich das irgendwie retten kann. Weil das hier sind eindeutig zu wenig Einheiten. Also Kai Krelis wird diese Runde sterben, denke ich mal. Und ich muss mir eine andere Taktik überlegen. Weniger kleine Einheiten, mehr starke, also mehr von den Wassernixen. Und dann den ersten Angriff, glaube ich, also den ersten Ansturm erstmal abwehren. Mit allem, was ich habe. Dass ich nicht in zwei geteilt bin. Weil der hier bildet jetzt zum Beispiel nichts mehr aus. Was ja meine Chance wäre.
zum Durchrushen. Beziehungsweise dann hätte ich eine reelle Chance, das auch zu überleben. Weil so mit dem allen angeschlagen hier hat das nicht viel Sinn. Ich meine, die meisten kriege ich jetzt noch down, aber dass ich das hier jetzt einfach noch gewinne, ist utopisch. Probier's jetzt trotzdem, bis es wirklich gar nicht mehr geht. Netzwerfer. Langsam ist immer gut. Sorgt die Lähmung eigentlich auch dafür, dass die sich gar nicht mehr bewegen? Also können die sich dann die nächste Runde nicht bewegen? Das wäre dann nämlich auch ganz interessant. Also Lähmung würd ich sagen, sorgt halt dafür, dass sich eine Einheit nicht bewegen kann. Eigentlich hätte ich ja gesagt, Lähmung sorgt dafür, dass sie auch nicht angreifen kann. Da oben bildet noch fleißig aus, aber das sind nur die Skelett-Heins. Die Skelett-Heinis, die kriege ich ja ganz gut weg. Dead. Syana, du wirst uns fehlen. Wie gesagt, ich probiere es jetzt bis zum bitteren Ende noch, hier irgendwas zu reißen. Es erinnert mich gerade erstaunlich an das Ende der Aufstieg von Westnot-Kampagne. Habe ich das ja ähnlich gemacht. Wahrscheinlich, ja, man, ich glaube nicht, dass man das hier auf dieselbe Art machen muss. Einfach Einheiten verpulvern. Vor allem, weil ich nicht das Arsenal an Einheiten habe, was ich da hatte. Kann mal einer den da wegpacken? Diese ganzen Leichen nerven. Verstellen einem das komplette Feld hier. So. Zwölf. Also mit dem Flammenschwert angreifen. Lol. Easy. Es ist echt nur noch so eine Mini-Elite-Truppe, die ich jetzt hier habe. Die hier unten sind alle fast tot. Jede Einheit, die der noch ausbildet. Und verliere einfach jede Runde mindestens eine Einheit. Also eine Einheit aus denen. Ich darf theoretisch, wenn man auf so wenig. Ich bin jetzt auf plus 0 Gold sogar. Ach ja. Das werden wir nochmal versuchen. Ah, ich mache vorher eine kleine Aufnahmepause. Also ich esse vorher kurz was und sammel mich nochmal. Das war dämlich. Selbst für bereits aufgegeben haben war das dämlich. Ey, das wird witzig. Mein Tinti ist so nutzlos. Nichts kann der. Ich meine, ich habe mir jetzt hier zwar Ruhe erkämpft, aber es nützt mir ja nichts, wenn ich da unten am Sterben bin. Ich konnte von hier oben leider auch. Jetzt könnte ich Einheiten runterschicken, aber das bringt mir nichts mehr. Dafür sind die schon viel zu eingekreist. Und vor allem, wenn ich Einheiten nach unten bewegen würde, dann würde ich oben sterben. Es war ein Fehler, in diesen Wald reinzugehen. Ich hätte außen rumgehen müssen.
Es ist zwar wieder Tag, beziehungsweise warte mal. Tschüss. Ich versuche jetzt, was geht, mich hier irgendwie aus der Affäre zu ziehen. Sag jetzt nicht, ich krieg das ernsthaft hin, noch zu fliehen. Jetzt lass es doch endlich zu Ende sein. Alle meine Freunde sind tot. 77 von 80. Auf sie. Auf sie. Ach, komm her. So, immerhin noch kann der noch einen mitnehmen. Dass die alle nicht trauen, den im Nahkampf anzugreifen. Kann es sein, dass man je näher man kommt, desto mehr Einheiten bilden die aus? Scheint irgendwie so. Prost,